Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder, Knochenbrigade hier. Heute fahre ich den Type 94. Isuzu oder Typ 94 Isuzu Flugabwehrfahrzeug. Das Flugabwehrfahrzeug. Flak. Battle Reckoning. Battle Rating 1.3. Japanisches Flugabwehrfahrzeug, wie man unschwer erkennen kann. 300 Schuss die Minute kann ich abfeuern. Habe ich nicht geschaut. verdammt, was war das jetzt? Oh, das ist jetzt peinlich. Das ist jetzt echt peinlich. Aber ich glaube, ich habe auch 38 mm. Ne, 37 mm Flak habe ich, glaube ich, hier. Also Flakkanone. Kann sein, dass ich falsch liege. Ich habe es mir jetzt echt nicht im Kopf behalten. Eigentlich wollte ich schon zwei Runden vorher aufnehmen, aber habe es vergessen. Ja, wie gesagt, 300 Schuss die Minute nach einer Zeit von 1,2 Sekunden. 5,3 Tonnen. Hat das Ding an Gewicht, ist natürlich also nicht sonderlich schwer. 122 PS bei 65 km/h Maximalleistung. Ich wurde schon in einigen Runden gekillt von diesem Teil hier. Ist natürlich nicht so einfach jetzt, weil auch die Fahrzeuge, die gegnerischen Panzer, gerade diese Igoko und Hako, ziemlich schnell sind. Man muss also eigentlich vorhalten. Ich meine, so ist es ja immer, ne? Wenn sie weiter entfernt sind, muss man nicht so weit vorhalten. So, den habe ich jetzt hier, die Gleiskette, der ist weg. Abschlusshilfe. Ja, wenn man die einmal zum Stoppen bringt hier, dann den kriege ich vielleicht auch noch weg hier. Der fährt munter weiter. Abschlusshilfe auch hier. Dann wäre die noch. Man verballert hier aber relativ schnell seine Munition, ist mir auch schon aufgefallen. Und das heißt, ich muss irgendwie zusehen, dass ich irgendwann nach vorne komme, um da aufzufüllen. Also da wünsche ich natürlich auch, dass ich ein raketenwerfendes Fahrzeug wäre, weil die ja vor Ort auffüllen, die Munition. Das ist natürlich auch irgendwie besser, auch schon wieder eine Abschlusshilfe, kann ich sein. Ja. Das Ding hat eine ziemliche Feuerkraft, hält aber natürlich überhaupt nichts aus, wie wir es ja so oft kennen, von den LKW-gestützten Flakfahrzeugen. So, hier ist gerade nichts weiter los. Ich krieg irgendwie nicht genug Punkte hier zusammen. Ich will gerne mal in die Luft oder irgendwie so ein Geschmonz hier. Das wäre schon ganz geil eigentlich. Artillerie habe ich noch nicht erforscht. Wie ist der Krüppelmann? Was ist mit ihm los? Den da irgendwie hier so und da hier. Oh. Haben wir sehen, ist ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich schon wieder aus dem verloren hier. Bringt nicht, der ist schon weg, bevor mein Zeug ankommt. M3, gut, den könnte man natürlich relativ leicht weghauen, wenn er eigentlich vorher erwischt. Okay, die Minimap sagt alles gut. Das ist ein freundlicher, befreundeter Flieger hier. Da muss ein kleiner Graben sein, wo die alle drin hängen. Bis auf den da. Bin hier visiert hier, ne? Ja, so Artillerie wäre schon ganz gut jetzt hier. Den vielleicht. Dabei sieht das so klein aus, man sieht gar nicht, ob man jemanden anvisiert oder. Den habe ich jetzt anvisiert, das sehe ich. Okay, Fahrer, MG-Schütze. Das sieht ganz gut aus. Man sieht mal, wenn man unten guckt, wie schnell meine Munition eigentlich ausgeht. Geht er nochmal ein hier oder was? Hoffentlich halten sie frontal ein bisschen mehr aus. Wie viel Treffer der einsteckt, das ist ja Wahnsinn. Wieso kippen die? Kann nicht sein hier. Da fährt er echt noch weg. Nee. Scheiße, ich hab ihm die Kette nicht komplett zerschossen. Steht er da nur doof rum? Seine Kette nicht hinüber. Aber immerhin, schon fast 5 Minuten hier dabei und ich lebe noch. Hat sich keiner so richtig für mich interessiert. Das wird nichts. Man ist echt hier so wirklich am Ziel suchen. Am Einpendeln hier, das nervt eigentlich auch, aber so ist das halt am Anfang, nicht wahr?
Ihn hier vielleicht? Ne, den da? Scheiße, leck mich doch, das gibt's ja gar nicht. Da muss ich mal ein bisschen höher fahren hier. Das ist gar nicht so einfach, das ist relativ knifflig hier. Den Effa da vielleicht wegschießen. Der dreht auch noch nicht so schnell. Ich glaube, so komme ich nicht hinterher. Scheiße, das gibt's doch nicht. Der fliegt auf mich zu, oder was? Okay, ich kann selber mit dem Schlachtflugzeug rein. Meine Munition ist leer. Ich habe keine Munition mehr. Ey, was soll ich jetzt bitte die ganze Zeit noch machen? Ich komme gar nicht bis nach vorne. Ah, scheiße. Okay, erstmal das hier erledigen. Irgendwie hier durchkommen. Ach, da unten sitzt sie schon. Ui, scheiße. Das gibt's ja nicht. So, zwei Bomben schon mal raus. Eine habe ich noch. Mann, lass mich in Ruhe. Kein umgesammelt hier. Oh ja. Scheiße, ich sehe das da jetzt. Ich habe da mein Visier nicht gesehen. Ist natürlich blöd jetzt hier. Der wird sich natürlich nicht wegbomben lassen hier. Okay, ich werde abbrennen. Ja, da bin ich schon weg. Leider habe ich gar keinen Sound gehört jetzt hier. Kritischer Treffer immerhin. Ja, und was mache ich jetzt hier? Also wie viel Pech kann man haben, mit dem Flakfahrzeug auf einer Karte zu landen, wo man nur eine Zone hat, die auch noch der Gegner besitzt. Also ich könnte jetzt hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise, entweder warte ich und versuche so Punkte zu sammeln, oder ich fahre vor. Ehrlich gesagt will ich gar nicht vorfahren. Oder mal irgendwie auf die andere Seite. Oh ja, jetzt hat mich einer gesehen. Nee. Wir haben den da im Visier. Oh ja, noch Glück gehabt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich stehe echt gerade ein bisschen blöd da. Oh, okay. Sie cappen. Also sie mit sie meine ich unser Team. Vielleicht schaffe ich sie jetzt, aber ich muss mich irgendwie aus der Schussbahn manövrieren. So ein bisschen rum, der schießt, wenn er wenigstens was wegschießen würde. Also wie die gekappt haben, fahre ich vor. Okay, das wird nichts. Also ich bin jetzt so überflüssig geworden hier. Naja, habe ich auch noch nicht gehabt. Kann mich nicht entsinnen. Also ich habe schon mal komplett meine Munition verballert, aber da hatten wir irgendeinen Punkt und da bin ich hingefahren und habe nachgeladen. Das geht ja auch relativ schnell dann. Ja, obwohl, es ging so schnell, weil meine Crew dementsprechend schon ausgebildet ist. Jetzt laber ich irgendwas hier, um die Zeit zu überbrücken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin gerade irgendwie sprachlos. Oh, scheiße. Sprachlos, ratlos eher, so würde ich sagen. Und eigentlich komme ich auch zu keinen Punkten, denn ich kann ja nichts mehr machen hier. Und wenn man nichts macht, dann kriegt man auch keine Punkte. Wie sieht's denn hier drüben aus? Eigentlich auch ziemlich scheiße. Ey, das wird so nix hier. Jetzt mal im Ernst, was soll ich hier machen? Ich glaube, da kann ich mir klemmen hier. Scheiße, Mann. Also irgendwie muss ich ja ran. Ich muss irgendwie zu Punkten kommen hier. Obwohl ich mich jetzt frage, warum will ich Punkte haben? Ich brauche Munition. Die scheiß Punkte interessieren mich überhaupt nicht. Bin ich schon wieder A. Also mir kam mittlerweile so der Gedanke auf, einfach mal komplett reinzurasen da. Ich könnte mich abschießen lassen. Ich habe noch einen Gutschein, würde natürlich voll beladen wieder reinkommen. Ich weiß, ich kann mir nicht sagen, ich kann mir nicht erklären, warum ich es nicht machen will. Ehrlich gesagt, vielleicht ist er gleich weg da. Mein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen.
Ich glaube, ich falle rein jetzt. Oder? Ja, mein Gott, waren die letzten Minuten spannend. So komplett uneditiert hier. Ich hab Punkte. Mit Punkten liegt's nicht. Ich glaube aber nicht, dass wir das noch schaffen. Oh, 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 jetzt ist wieder einer dabei. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt rüber hier. Ich glaube, ich fahre damit rein. Mir scheißegal. Oder? Das ist kacke. Obwohl, da ist ja einer. Ist das jetzt ein Bomber von uns oder was ist das? Okay, war ein Bomber, er hat den rausgenommen. Ich glaube, ich lasse mich abknallen da drüben. Oh! Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Ich fahre hier rum wie der letzte Dick und Doof hier. Rumpsti, bumpsti, den Baum gerammt. Oh Gott. Warum fahre ich nicht einfach rein da? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht, irgendwie nicht durchringen da. Das will doch keiner cappen. Ich denke mir natürlich jetzt, ich will jetzt nicht meinen Gutschein verballern, wenn wir vielleicht gar keine Chance haben, aber dann denke ich mir, vielleicht hätten wir schon längst eine Chance gehabt, wenn ich endlich mal reingefahren wäre. Hätte mich abknallen lassen, wäre mit voller Munition wieder reingekommen. Na, ich glaube, ich fahre jetzt hin. Scheißegal. Ich versuche irgendwie noch in die Häuser zu kommen. Immerhin, der hat jetzt auch noch, der hat jetzt zwei weggeknallt. Zwei sind jetzt weg davon, den. Ich fahre da rein. Scheißegal hier. Mein Staffelkollege, jetzt hier ist gerade auf der Minimap, der fährt auch mal rein. Ah, vielleicht schaffen wir es ja doch. Dann kann ich wenigstens noch nachladen. Irgendwie ist hier ein Flugzeug unterwegs. Scheiße, wieso sehe ich den jetzt erst? Scheiße, wieso schmeißt er die Bomben direkt vor mir? Was? Ich bin so weit weggefahren. Wieso bin ich nicht nur eine Minute, eine Minute, einen Meter weiter gefahren? Okay, aber wir cappen. Ich verstecke mich mal irgendwo hinter dem Wrack hier. Dann kann ich wenigstens nicht getroffen werden. Okay, jetzt haben wir es ja gleich. Aufregend. Okay, repariert das auch relativ schnell. Aber man sieht, was ich für einen Schaden genommen habe, nur einfach durch die Detonationswelle. Okay, jetzt wird aufgefüllt die Munition. Was? Da bewegt sich ja gar nichts. Ja, so sieht's aus, wenn man eine einfach untrainierte Crew hat hier. Ey, wie lange soll das dauern? 5 Minuten? Sind dann gut und gerne 5 Minuten. Ich werde bekloppt hier. So, jetzt fängt er eh wieder von vorne an, weil ich mich bewege. Ich komme nicht mehr zur Munition hier, kannst du vergessen. Oh. Ich sitze hier gerade, ich bin vollkommen sprachlos. Habe ich noch nie gesehen, dass das so lange dauert. Ich habe das noch nie gesehen. Aber gut, wir haben gewonnen. Ich mache noch eine Runde. Alles klar, bis gleich. Oh Mann, ey. Weiter geht's. Immer noch mit dem Typ 94 unterwegs. Isuzu. Isuzu sagt mir auch irgendwas. Ich glaube, die Firma gibt's ja immer noch. Stellen die nicht immer... Stellen die nicht jetzt... Nee. Ich dachte, ich würde gerade sagen, stellen die Moderell her. Alles ist Suzuki. Aber Isuzu stellt auch noch... Ich glaube, Autos stellen die aber nicht mehr her, oder? Oder sind das jetzt so Traktoren oder sowas? Naja, irgendwie sowas in der Art stellen jedenfalls her. Oh, ich habe da zwischendurch jetzt nochmal eine Runde gemacht. Ey, nur Luftangriffe ohne Ende. Das ist so lächerlich. Auch schon wieder einer dabei gewesen. Sag mal, Alter, bist du bekloppt, Junge? Wieder so ein Honk. Also hätte er mich jetzt irgendwo getroffen, sodass ich wirklich Schaden genommen hätte. Hätte das Fahrzeug sofort verlassen.
Ja, jedenfalls nur Air-Kills. Es ist so lächerlich, dass sich einer auch so 5 Kills aus der Luft gefarmt und das waren seine einzigen Kills, die er gemacht hat. Das kotzt mich so an. Er kriegt auf dem Boden nichts gerissen. Und aus irgendeinem Grund, ja, schwere Panzer dann natürlich, ne? Oder die schwersten, die verfügbar sind. Ja, und hält dann einfach ein paar Treffer aus, kriegt wieder genug Punkte, um mit einem Schlagflugzeug oder so reinzugehen und dann haut er auf die Kacke hier, ne? Diese scheiß Noobs. Ich bin ja auch irgendwie noobig ab und an, ne? Aber so eine Kacke, das geht mir einfach auf den Sack. Die Flugzeuge hier raushaben. So, jetzt aber ihn hier. Das ist der Treffer. Oh, mein Kommandanten. Das ist schon echt mein Kommandanten hier weggesammelt. Ja. Scheiße. Artilleriefeuer. Oh! Schlimm für mich. Artillerie ist schlimm für mich. Oh! Gleich den Richtschützen getroffen hier. Einmal gefeuert. Wie ihr seht, jetzt habe ich mittlerweile auch. Ich bin tot. Ich habe mittlerweile erstmal gar nichts mehr. Ey, durch so eine verkackte Artillerie-Schrapnelle hier. F-Cheaters-Kids. Okay. Fuck you. Also ich habe jedenfalls... Fuck you. Also. Mittlerweile Artillerie und zwei neue Munitionstypen, weil wir die Runde davor gewonnen hatten. Also die hier mit dran ist. Da konnte ich eigentlich dann alles modifizieren, erforschen. Wie auch immer. Da hat er ja knapp 2000 Punkte bekommen und das brauche ich nur 100 Punkte hier für diese und den Sachen hier im Durchschnitt so. Okay, meine Artillerie trifft auch ein bisschen mehr jetzt als vorher. Abschisshilfe, wie ich so zu sagen pflege. Weitertreffer. Noch eine Abschusshilfe. Das geht ja richtig ab hier. Nur leider hau ich keinen kaputt. Also wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, dann wird man paranoid, wenn man irgendwelche Flugzeuggeräusche hört, so. Ich wollte doch sagen, ich höre doch was hier. Aber ich gucke in die falsche Richtung. Wo sind sie? Oh! 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 Schnell, 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 schnell! Fuck, das gibt's doch nicht. Und jetzt stehe ich hier wieder dumm rum. Ich könnte schwören, da kommt gleich... Da kommt einer. Die verkackte Stuka. Meine Fresse, das gibt's auch nicht. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Einen Treffer. Da fliegt immer noch die Sau. Geh noch hin. Ja, der ist schon... Der ist durch jetzt. Scheiße, Mann. Oh! Obwohl der Spieler nicht mehr im Flugzeug war, ist das Flugzeug trotzdem abgestürzt und ich krieg eine freie Artillerie. Schöne Sache. Oh Gott, jetzt wieder so ein Fuzzi von oben. Immer dieselbe Scheiße mit diesen Idioten. Also Arcade, ja. Da tummelt sich halt auch teilweise der letzte Dreck rum. Ist immer so. Und die Kiddies natürlich, ne? Also... Wer sich andere Videos von mir angeschaut hat, der weiß ganz genau, dass ich eigentlich versuche, so mit dem Flugzeug am Leben zu bleiben und einfach hier auszusteigen, ganz normal auszusteigen. Diese ganzen scheiß Kamikaze-Dumm-Kiddies hier, Kackfarmer, es geht einem richtig auf den Sack. Ja, mein Gott, darf mich auch mal aufregen hier. Zahle auch für dieses Kackspiel. Ja, so kacke ist es nicht, aber trotzdem. Manche Tage, da fragt man sich, was hat man eigentlich für gesockt hier mit an der Backe. Ich überlege gerade, oder ich frage mich gerade, ob der den Schützen jetzt gerade selber bedient hat. Könnte gut möglich sein. Es fühlte sich zumindest so an. Naja, manche sind ja richtig geübt. Das wäre mal eine geile Compilation, wo eigentlich, wo man nur die ganze Zeit Sachen aus der Schützenansicht sieht. Beziehungsweise so Schützenansicht killt oder überhaupt so Action aus der Heckschützenansicht so. Kamikaze! Die schrotten so ihre Flugzeuge. Das finde ich halt so hohl, weil normalerweise würde das gar keiner machen. Ich kenne keinen Piloten, außer japanische Kamikaze-Piloten, die irgendwie solche Angriffe fliegen. Und normalerweise wollen die meisten ja wieder nach Hause und weitere Angriffe fliegen.
Aber die schrotten ein Flugzeug hier nach dem anderen. Vor allen Dingen so oft, wie die rein können hier. Abartig, ey. Diese Runde sieht nicht so gut für uns aus. Jetzt habe ich mir auch genug aufgeregt. Ich will mich nicht mehr aufregen hier. Ah, ja, mein Gott. Der haut mich gleich weg hier. Würde mich nicht wundern. Oh, kritischer Treffer. Ich fahre mir jetzt nicht. Ich versuche gerade irgendwie rauszufinden, wo der da steht. Aber meine scheiß Richtschützen sind auch noch nicht so gut trainiert. Oh, ich habe ihn doch getroffen. Jetzt wollen wir ganz schnell aber hier. Artillerieschlag muss auch noch irgendwie raus. So viel zu tun hier. Bin ja mal gespannt, ob ich das irgendwie überlebe. Ja, hier rattert gleich eine Waschmaschine im Schleudergang. Sorry. Aber muss ja auch mal gemacht werden. Und leider habe ich ein bisschen wenig Zeit jetzt. Und ich brauche ja wieder meine frische Schlipper. Die Woche ist um. Jo, hab mich gerade selbst gefragt. Kriege ich den noch runter? Hier vielleicht auch noch. Könnte hinhauen, könnte hinhauen. Das sah auch ziemlich knapp aus. Also dafür, dass er so an mir vorbeigeflogen ist. Komm, den kriege ich auch noch hier. Den will ich aufgeben, ne? Qualmt und röchelt da vor sich hin, aber fliegt einfach weiter. Meine Fresse, der fliegt aber lange. Was kommt da? Oh! Da! Ja, 20 mm, da hat's geklappt, ne? Ja, sorry, dass ich mich so viel aufgeregt habe hier über diese Luftangriffe, aber ich weiß auch nicht. Ich meine, die sind schon so lange dabei, aber ich mochte es wirklich lieber, als eben noch wie am Anfang keine Flugzeuge dabei waren. Kein Spieler Flugzeuge starten könnte. Also da muss man mal irgendwas machen. Da werde ich mal was ans Forum schreiben. Weil ich das echt blöd finde. Vor allem, dass sie auch in so einer Häufigkeit gestartet werden können, ist einfach irgendwie lächerlich. Und vor allem, wenn es dann noch Schlafflugzeuge und Bomber sind. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Ciao, ciao. Viel Spaß noch. Bis dann.